Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Makedonien. Ja, wir sind immer noch sehr weit vorgedrungen und werden jetzt so langsam, aber sicher von innen aufgefressen, sage ich mal. Hier sind drei große Armeen und zwei Futsal-Armeen. Aber momentan haben wir da nicht viel gegenzuwerfen. Und hier, das werden wir schon schaffen. So, was sehr interessant ist, finde ich, ist, dass es historisch gesehen relativ stimmig ist. Aus folgendem Grund, weil Alexander der Große hat sehr, sehr viel Zeit damit verbracht, in seinen Gebieten oder in seinen Gebieten, also in seinem Reich, rumzumarschieren und Aufstände niederzustrecken. Das hat sehr viele Jahre gedauert, immer bis er dann wieder losziehen konnte. So, da werden wir hier mal unterstützen. Natürlich geht er weg, aber das interessiert uns nicht. Das können wir automatisch machen. Ihr werdet noch... wow. Ihr werdet noch eine komplette Schlacht sehen mit nur Kavallerie. Ich hab's... wie ich wahrscheinlich schon mal gesagt habe, Kavallerie-Armeen, also pure Kavallerie-Armeen sind nie wirklich heftig gut. Aber es ist auf jeden Fall lustig. Also es ist kompliziert, die zu lenken, das auf jeden Fall. Aber es ist auch ein sehr großer Teil Fun dabei. So, hier haben wir einiges verloren. Wo kamen wir denn? Von wo kamen wir denn da? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Na, von da, und da wollten wir nach oben, oder was? Linke Faust Alexanders. Ja, noch eine Runde werde ich ausharren. Und dann die Siedlung einnehmen. Hier gehe ich mal nach dorthin. Und holen wir dann zwei Hopliten. Sind zwar nicht die besten hier, aber es ist in Ordnung. Duse da. Bist gerade umringt von freundlichen Maklern, die dir irgendwas andrehen wollen. So, das ist doch mal eine Schlacht. 1800 von meiner Seite gegen 2100. Altgesporene sind auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Aber ich habe auf jeden Fall die Bewegungsfreiheit. Das ist jetzt sehr schade. Das ist sehr schade, dass er verteidigen darf und nicht auf mich zukommt. Tun wir warten? Wir tun warten. Trocken ist besser, da sieht man besser. Okay, er hat sich so aufgestellt. Das ist für mich nicht ganz so ideal. Nee, den General, den lasse ich hier. Die Kavallerie stelle ich hier hin. Ich versuche... Ah, okay. Ich... Ja. Okay, ich mache es jetzt folgendermaßen. Ich stelle hier vier... Nee. Ich versuche mit drei Hopliten Phalanxen das hier aufzuhalten. Zusammen mit den Steinschleuderern. Und der Rest der Armee geht nach oben. Hier muss ich
Ah, hier sind noch zwei. Hier muss ich versuchen, so schnell wie möglich durchzubrechen. Genau, hier also. Die zwei Piken-Infanteristen. Infanterie-Typen. Gehen dahin, die gehen dahin. Die gehen zur Seite, die machen Phalanx an, die machen auch Phalanx an. Die gehen dahin und Start. So. So und so. Kommt er auf mich zu? Ich glaube nicht. Die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Okay, das macht er schon sehr gut. Das macht er schon super. Weil die Piken-Einheiten sind sehr schlecht. Sehr schlecht im Wasser. So. Okay, er kommt doch zu uns. Das ist ja nett von ihm. Dann kommt der General mal hier hin, weil hier gibt es mehr Struggle. Weil ich finde es interessant, dass er angreift, weil an sich greife ich ja gerade an. Alter, wie... Alter... Das sieht ein bisschen aus. Alter, nicht so laut. Das sieht ein bisschen aus wie so eine Zombie-Welle, die auf die Pikiniere zu rasen. Ist das lustig. So, hier sieht es ein bisschen anders aus. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Wobei, hier kann ich ja mal versuchen, mal durchzubrechen. Wo ist mein General? Der ist da. Versuch mal durchzubrechen, das wäre sehr schön. Da drüben ist ja überhaupt kein Problem. Sehr gut. Ihr zwei reitet mal dahin. Ihr zwei holt mal den ab. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So. Gut. Ja. Also, wie gesagt, normalerweise, wenn ich angreife, also ich war ja jetzt der Angreifer, muss ich zu ihm kommen. Und das ist dann schon ein bisschen schwerer als jetzt das andersrum. Weil ihr seht schon, das ist für mich jetzt relativ einfach. Sehr schön. Gut, die Hunger kommen mal hier hin. Oh. So.
Oh, ihr geht mal über die Brücke. Ihr habt gute Arbeit geleistet. Bereit, loszureiten. So. Le General. Was machen wir denn mit dir? Gut. Und ihr tippelt mal dahin. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So. Fortfahren. Der feindliche General ist. Der hat ja echt noch ein bisschen ausgehalten. Roll mal kurz mit dem General das auf. Da sind zwar auch noch welche, aber die lasse ich. Dun, 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 dun. Und das war's. Gut. Das ging ja doch leichter, als ich dachte. Wenn wir angegriffen hätten, wäre es schwerer gewesen. Beziehungsweise, wenn die Karte anders gewesen wäre. Also so, wie es jetzt aussieht, war es eigentlich Glück, dass er bei diesem Szenario jetzt mich angegriffen hätte oder hat. Das ist normalerweise nicht so. Aber ich ziehe mich jetzt mal ein bisschen zurück, dass, falls er mich nochmal angreift, dass wir auf der gleichen Karte spielen. So. Forschungsrate brauche ich zwar nicht mehr ganz so viel. Wie viel Forschungsrate haben wir denn? 450, huiuiui. Ja, das ist einiges. So, hier machen wir Juwelier. Alexanders Stolz. Und da ist Ares Terror. Wir müssen mal hier was gegen die komischen Spartaner da machen. Diese Spartaner sind irgendwie ein bisschen ein Dorn in mein Auge. So, hier haben wir das auf jeden Fall wieder befriedet, was sehr schön ist. Geheime Aktion, ja, das brauche ich bei einer Strategie nicht so. Bei einem Kommandanten. Strategie wäre hier besser. Wo gehst du des Weges hin? Also hier ist ein Spione von mir. Ich gehe mal hier runter. Ich könnte mal versuchen, mit den Briten Frieden zu schließen. Ui. Ich hoffe, dass der Gelbe nicht abtrünnig wird. Aber der mag mich, okay. So, Königreich. Ich könnte mich jetzt zum Imperium machen. Ja. So, Regierungsart geändert. Ihr habt erfolgreich eine Regierungsreform durchgeführt. Die neue Regierungsart eurer Fraktion ist jetzt Imperium. Genau. Der Vorteil beim Imperium ist, warte, zeige ich euch mal, nochmal mehr Erlasse, Forschungsrate groß, plus 15 Loyalität für alle Parteien, Rekrutierungsplätze noch mehr und
Genau, das soll man Loyalität sichern. An sich, Königreich ist auch richtig cool wegen den Erfahrungsrängen und wegen den Steuersatz. Aber ich habe es jetzt gemacht wegen der Loyalität, dass ja, dass jetzt erstmal Ruhe ist. Also jetzt die ersten Runden wird die Loyalität noch ein bisschen bescheiden sein. Wieso kann ich das nicht ändern? Du bist so ein komischer Kauz gerade. Oder habe ich es letzte Runde geändert, ohne es zu merken? Gut. Genau, die öffentliche, die politische Ordnung wird jetzt die nächsten paar Runden nochmal darunter leiden, weil die mögen es nicht so, wenn ich das einfach so ändere. Ich schaue mal kurz auf die Karte. Okay, alles gut. Dann mache ich hier mal Loyalität. Und das war es, glaube ich, was ich machen kann. Hier würde ich nochmal durchswitchen. Ja, hier kann ich einiges machen. Hier kann ich. Hier kann ich. Und da. Und ich glaube, das war's. Okay. Gut, Runde beenden. Super. Apropos, ich streame gerade. Also gerade, ja doch. Oh, genau, jetzt kommt. Oh nein, er hat was gemacht. 1, 2, 3, 4, 5. Warte, 2, 4, 6, 7, 14, 2, 4, 5. Wenn er meinen General getötet hat, flippe ich aus. Also, Pikeniere sind alle da. Hier sind alle da. Da sind alle da. Könnte wirklich. Ja, er hat meinen General getötet. Mein General hatte 60. Willst du mich verarschen? Mein General war richtig gut. Der General hatte. Wie viel Level? Also sowas nervt immer. Mann. Tötet er einfach mal einen General. Ja. Du bist nicht mein General. Boah, wie ich das nicht mag. So. Ich glaube, wir stellen uns wieder gleich auf. Wobei dieses Mal kommt er zu mir. Ich glaube, ich mache es andersrum. Also ich stelle trotzdem die hier hin. Aber hier lasse ich nur zwei. Weil das sollte reichen. Die Kavallerie geht nach da. Der hat jetzt echt meinen General getötet. Ich glaube, mich tritt ein Pferd. Nähert sich feindliche Unterstützung. Ja, von wegen, er kommt da hinten. Was mache ich jetzt? Naja. Was bleibt mir anderes übrig, als das zu machen? Das ist jetzt echt sehr, sehr blöd. Also ich könnte mich hier auch. Wir haben
haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Warte, ich mach's anders. Wobei, nee. Ich habe gerade überlegt, ob ich mich hierhin dann aufstelle. Aber das macht nicht viel Sinn. Wenn ihr hier so schön wartet, dann hole ich mal die Steinschleuderer und die machen da schöne Sachen mit euch. So. Ich überlege gerade, ob ich die jetzt aggressiv angreifen soll. Warte mal, was sind das? Ach, verdammt, die Jugendlichen. Gut, die werden die ersten sein, die ich unter Feuer nehme. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie viele hier kommen. Also ob das wirklich nur die paar sind. Oder ob das noch mehr sind. Aber... Also wenn der jetzt von hier angreift, das kann ich auch schaffen, dann ziehe ich von hier die ab und die da erhalten die Furt und die anderen kämpfen hier. Also das ist möglich. Definitiv. Ja, Entschuldigung, ich hätte auch voll vorspringen können. Entschuldigung. Das ist gut. Okay, der kommt hier hin. Aber... Der, der lässt seine Einheiten ziemlich... nicht weit auseinander gehen. Und wenn ich jetzt hier in diese Lücke gehe, sind die tot. Was ich sehr schön finde. Schnell und hart zuschlagen. Sehr gut. Okay. Das war das. Shit happens. So, dann werde ich mal die hier aufstellen. Und die feuern genüsslich weiter. So gefällt mir das. Ich weiß gerade nicht, auf was er wartet genau. Und dafür sind die zu doof, okay. Okay, da hätte ich wirklich hier hingehen können. Aber in Ordnung.
Ach, der will hier reingehen. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Aha. Königliche Peltasten. So ist das also. Schön mal in den Rücken. Die sind auch des Todes, wie man humanerweise so schön sagt. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So, die stellen sich mal genauer hin. Königliche Feldtasten. Der greift jetzt mal da an. Und dann hier macht mal Feuer auf die. Zerstückelt sie! Die Tyrannreiterei! Zu Befehl! Die Tyrannreiterei! Los! Bereit zum Einsatz! Kavallerie vorrücken! Vorwärts! Kavallerie doppelte Geschwindigkeit! Der Charge war nice. Und wieder raus? Unser General wird angegriffen. So, und das war's schon. Kommandant! Die Tyrannreiterei! Nun rückt vor! Geht sie, Tyrol! Steinschleuderer! Zielen! Ich glaube, das war's dann. So, gut. Aber, also für mich war es eher so eine Art Pyrrhus-Sieg, weil der hat meinen scheiß General getötet. Mit so einem blöden Agenten hier, ich glaub's ja nicht. Ach. So, dann gehe ich mal aggressiver rein. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Und wieder schön raus und dann wieder rein. Und dann haben wir es aber auch. So, können wir eigentlich ein bisschen schneller machen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Der feindliche General ist tot. So. Gut, ja. Das ist... Also an sich war das auch ziemlich easy. Aber naja. Diese Agenten immer.
Vor allem das war ein ziemlich guter Kommandant. Und ein Kommandant, also ein Kommandant zu vernichten, also mit einem Agenten, ist schon sehr schwer. Also der Agent muss ziemlich gut sein. Schau ich gleich mal nach. Weil wenn das so ein Low-Bob ist, dann mache ich einen Table-Flip. Okay, Klientel-Königtum. Gold ist ein Geschenk, das viele zu... Für 6.000. Weisheit gesegnet. Ich rate euch in die Frage ist, ob ich das mache. Ihrem Rat zu folgen. Der war schon mal in meinem Klientel-Königtum, oder? Ja, für 4.000, na gut. Also an sich hätte ich das auch jetzt lassen können. Weil nächste Runde wäre so oder so tot gewesen. Aber... ja, den Tier ist friedlicher. da kann ich mich auch sehr schnell wieder auf die Makedonier konzentrieren. Ja. Damit, ich bin jetzt echt gespannt, was für ein Viech der Agent da ist. Die 10.000. Ja, das Gute ist, hier bei Makedonien habe ich mehr als genug Leute. Aber die sind alle nicht ganz so gut. Also der da ist noch in Ordnung. Der ist auch ganz gut. Der ist auch ganz gut. Korruption ist nicht so toll. Gravitas minus Autorität. Ja, dann ich mach den. Gravitas ist, also minus 1 Gravitas pro Runde. Ist jetzt nicht so schlimm, wenn wir ihn gut skillen. So. Na, wo bist du? Da oben. Das war ja ne. Das ist ein Low-Bob. Und schau mal, der da. Warte, ich mach den. Ja, kann ich gerade nicht. Der ist noch ganz normal. Na gut, ich mach den zum Strategen. Na, Autorität gebe ich ihm mal. Für alle Elefantenanheiten brauche ich jetzt eigentlich nicht. Rang 4, Kind ist geboren. Noch eins, noch eins, noch eins. Oh, Alter. Politiker. Schade, Diebstahl. Diebstahl ist egal. Das ist wurscht. Gut. Dann würde ich sagen, nächste Runde gibt es eine große Belagerung. Da bin ich sehr gespannt. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Und genau, heute ist Donnerstag. Heute streame ich wieder Rome Total War. Und wir spielen diejenigen, die ich gerade platt mache. Also Marcelia. Gut, ich streame noch bis 6 Uhr. Also eigentlich montags und donnerstags immer ab 3 Uhr, meistens bis 6 Uhr. Genau. Würde mich freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Mein Kanal ist in der Videobeschreibung. Bis dann, macht's gut, bye bye.